Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer brandneuen Folge Bausimulator 2015. Ja, wir sind bei unserem Großprojekt daran. Vermutlich unsere letzte Baustelle oder mal gucken, was uns da noch erwartet. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt einen Kran geholt, einen Wagen, einen Pritschenwagen mit einem Kran, so. Hat 85.000 Euro gekostet und jetzt fahren wir zum Baustoffhändler und gucken mal, ob wir den Generator damit aufhebeln können. Und das Ding ist, wir können leider keine Startfahrzeuge verkaufen, sonst hätte ich natürlich den kleinen Pritschenwagen verkauft. Allerdings sind wir jetzt dadurch ein bisschen produktiver, da man mit dem kleinen Pritschenwagen auch Zement und so weiter holen gehen können. Das kann ja Bronze ja schon mal angehen. Man kann ja mal ein bisschen vorweggreifen, was man als nächstes noch machen muss. Und da kann ja schon mal Zement holen gehen oder sowas. Sind wir jetzt ein bisschen. Am besten könntest du mal alles kaufen, was wir brauchen. Dann liegt das alles da beim Baustoffhändler, ja, genau. Und dann tragen wir einfach nach und nach alles rüber. Ja, könnt ihr ja auch kaufen. Also ich muss das ja nicht machen. Ja, der jetzt gerade da ist oder so. Ist ja egal. Ja, Curry, guck mal, was wir denn noch brauchen. Was man mit dem kleinen Pritschenwagen transportieren könnte. Was ist der nächste Arbeitsschritt? Warte, ich fahre gerade mit Bronze mit. Wir brauchen jetzt erstmal zweimal Armierungseisen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Dann halt vier große Ziegelsteine und zweimal Zementsäcke. Die könnte man zum Beispiel wieder mit dem normalen Pritschenwagen oder mit dem Pritschenwagen mitnehmen. Ja, die könnt ihr ja dann schon mal mitnehmen, genau. Große Dachpfannen, Isoliermaterial und Bitumen, das kann man alles mit dem Pritschenwagen mitnehmen. Ja, ich sag ja, wenn wir jetzt hier Großeinkauf hier machen, ey. So, Kevin, warte mal, du sag mal eben, was wir alles brauchen und ich kauf das dann mal eben alles. Ich bin schon dabei. Achso, okay. Also, Aufträge, Doppelhaus, Abschnitt 2, zweimal Armierungseisen. Was haben wir denn da? Wo haben wir das denn hier? Armierungseisen. Stahlelemente, da, zweimal. Einkaufen. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Hast du das bestätigt? Ja. Steht denn ja, das liegt hier, ja. Guck mal. Wo denn? Das muss auch Dennis dann rüberfahren. Okay, das da, ne? Ja, das muss wieder anheben. Gerade. Ja. Ich will gerade. Alter, da brauchen wir dann bestimmt auch so ein Betonteil, oder? Oder kommt das ohne? Klar, ja, eigentlich erstmal ja nicht. Wir haben jetzt nur Transport auf. Ja, genau. So, dann brauchen wir. Wie ging das nochmal hier mit dem Kran? Oh Mann, ich hab das voll vergessen. Warte mal, ich muss mir den Mann brauchen wir noch angucken. Viermal große Ziegelsteine und zweimal Zementsäcke. Okay, genau, hol mal. Viermal große Ziegelsteine. Und. Achso, nee, warte mal. Beton oder Ton? Das gucke ich gerade. Die ist nämlich wichtig. Ton, okay. Ah, ich kann auch hier Dings machen. Zack. Ziegelsteine, genau, die können wir dann wieder mitnehmen. Die Zementsäcke hast du auch? Zweimal Zementsäcke. Ach so war das, genau. Oh Leute, Alter, ich kriege jedes Mal eine Meldung hier. Ja, 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 nicht für. Geht ja nicht anders. Warte mal, zweimal Zementsäcke und dann brauchen wir nochmal vier große Dachpfannen grau. Warte, vier große Dachpfannen grau. Genau, zweimal Isoliermaterial. Oh, 10.000, Alter, kostet das, ne? Ja, also, ja. Mann. Und zweimal Bitumen. Also vier große Dachpfannen und was noch? Zweimal Isoliermaterial und zweimal Bitumen. Dann haben wir jetzt wirklich alles eingekauft. Ich habe den Generator. Und zweimal Bitumen. Genau. Okay, zack. Mann, super, hört mal auf! Super, was Alter. Denn? Wir müssen noch kaufen. Wir müssen Alter, schnell kaufen. Kaufen ist an der Börse hier. Hab's, das ganze Ding ist voll. Alter, guck mal, ey. Alter, ey. Das wird super einiges tun. Müssen. Das laden wir jetzt bei uns auf, ne? Ja. Die kleinen Sachen bei uns und Dennis kümmert sich erstmal um die großen Sachen da hinten. Genau. Und das Sperrgut. Ja, hoffentlich brauchen wir den Kran echt nicht dafür, ne? Weil das dann... Ja, das werden wir dann sehen. ...sofort beenden. Weil wir das Geld nicht haben. Vielleicht gibt's ein Geldcheat. Ja, hab ich auch schon überlegt, ey. Der Scherz. War doch nicht? Der Scherz, weißt du. Als ob man dir das glauben würde, ey. Komm ich da hinten an die Toilette dran? Everybody hates Dennis. Was? Ja. Wenn du auf Klo musst, ey, tu dir keinen Zwang an. Warum kann ich die Stützdinger nicht einfahren hier? Was ist da los? So. Ja, wieso kann ich denn jetzt das Ding nicht... Aufbauten müssen eingefahren... Was? Oh, warte mal, Curry, wir müssen darauf achten, dass wir erstmal dann von oben nach unten das abarbeiten, ne? Ich kann das Ding nicht nach oben fahren hier. Huch! Fraps ist abgestürzt. Jo.
Also ich verleihe das nochmal. Ich brauche einen neuen. Sorry für den Schnitt, aber Fraps hat sich gerade verabschiedet. So. So, hier. Erstmal müssen wir die Ziegelsteine rüber transportieren, Curry. Das ist erstmal das Erste hier. Ja, warte, ich muss mir erstmal nochmal ein Dings hier ausleihen. Da sagt er das dann, wenn ihr mit der Meldung alle habt, ne? Gabelstapler. Ja. So, jetzt aber Schluss, oder? Ja, ja, wir haben jetzt alles gekauft. Oh, guck mal, wie krass. Guck mal, guck mal, der Kran. Wir brauchen gar keinen Kran. Guck mal, wie hoch das geht. Guck mal. Ja. Wo ist denn der Gabelstapler? Ja, ja, das ist ja das Gute hier, ne? Da stand gerade, der ist in Gebrauch, Curry. Irgendwie was. Ach so. Was. Mach nochmal, du musst, glaube ich, noch einen holen. Leihfahrzeuge und dann... Ja, ich weiß halt nicht, welcher... Ach so, da. Da steht da, verfügbar und einer ist ausgeliehen. Ja, 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 genau. Da ist er. Hier, guck mal, Toilettenhäuschen schwebt. Curry, erstmal links, Ja, aber wieso kann ich denn das Ding nicht hoch und runter fahren? Warum? Boah, wie viel Material das ist, ne? Pfeiltasten, ganz normal. Ja, lustig. So, das hier muss nochmal runter hier. Curry kann nix. Ah! Dann mach das nicht, dann mach du das mal. Ich weiß nicht, warum der das nicht macht. Alter, was hast du denn? Warum hast du das hier hingelegt? Das musst du nochmal runter. Wir müssen erstmal hier die linken Sachen hier. Warum? Weil das in der Reihenfolge von oben nach unten ja immer abläuft. Ach, stimmt, meistens. Ja, genau. Da hast du recht. Weiß ich nicht, ob das dann relevant wird, aber gucken wir mal. Dennis, was sagt die Toilette? Willst du auch mal ganz gerne einen ablassen da, ne? Warte mal. Boah. Nein! Dieser Engine, Mann! Och! Muss ich den... Hä? Was machst du denn da? Ja, das spinnt rum, Alter. Warte, soll ich... Kannst du eigentlich erst mal sichern das eine und dann das andere drauf tun? Ja, geil. Nee. Ach, leck mich doch mal Arsch spielen. Ist der Generator weggeflogen. Alter, geil. Das ist nicht euer Ernst, oder? Boah, das Toilettenhäuschen ist voll sinnlos eigentlich. Mach eins nach dem anderen, Dennis. Mach erstmal Toilettenhäuschen rauf, dann gut ist. Ja, das Toilettenhäuschen ist so sinnlos. Das ist dumm. Na, wie soll ich den Generator jetzt da drauf kriegen? Ich muss zweimal fahren, glaube ich. Kannst du mal zurücksetzen, bitte? Jo. Ja, das glaube ich auch, Dennis. Ja, cool. Kann man sich deren Ernst... Warte mal, dann nehme ich hier noch Ladung mit. Komm mal her. Soll ich ihn mal mitnehmen? Ja, du, am besten das, was daneben noch liegt. Ja, ja, ich hab's gesehen. Hm. Den Generator hole ich dann gleich. Yeah. Weil wir müssen gleich erstmal warten, bis du die beiden Sachen dann... So, nee, ihr könnt die abladen und ihr fahrt dann den Rest nochmal wiederholen. Hier liegt ja noch genug. Naja, aber wir wissen ja jetzt erstmal noch nicht, wo wir das dann, an welchem Punkt das abladen müssen. Der Punkt kommt ja erst, stimmt, wenn die ersten beiden Punkte weg sind. Naja, habt ihr recht. So. Was machst du denn? Ich hab keine Ahnung. Ey. Wenn einmal der Wurm drin ist, dann geht er auch nicht mehr weg. Guck. Ganz normal. Oh, die Geschwindigkeit von dem Ding ist auf jeden Fall abnormal, ne? Das ist überirdisch. Nach hinten biegen? Ich glaube, das Toilettenhäuschen nimmt mir den ganzen Platz weg, Alter. Ich krieg das da nicht drauf. Und so, fahr noch mal, fahr nach links und dann fährst du noch mal hier so ran. Das ist so viel sicherer. Frau am Steuer. Nein. Das war nicht nett. Nein. Bosse, jetzt das Ding nach vorne. Genau. Runter. Alter, machst du denn da? Wieso holst du denn nicht den anderen Gabelstapler? Weil der nicht funktioniert, weil ich den nicht benutzen kann, Mann. Oh, der ist kaputt, Curry, genau. Ja, ist so. Meine Güte. Nee, das geht nicht, siehst du? Ich kann nur damit fahren. Hol ihn doch weg und hol einen neuen. Das habe ich ja gerade schon gemacht.
Wieso sollte der nicht funktionieren? Lass mich mal in deinen einsteigen. Direkt, Alter. Lass mich mal in deinen rein. Die Kameraführung ist auch ein Traum hier, ey. Also Curry stellt sich in den Weg und dann die Kamera geht so weg, weißt du? Ich kann das Ding nur runterfahren, was ist das denn für ein Sinn? Was machst du denn da, Alter? Geht doch. Ich kann das nur nach unten fahren. Okay. Die Ladung, ich will mal unseren Kackhaufen weg, ne? Ja, ja, mach das mal. Wo ist denn die Baustelle? Curry, fährst du eben rüber? Ja, warte, ich befestige das erst. Jetzt langsam, Alter. Genau, stopp, stopp, stopp. Nicht weiter nach vorne fahren. Wo ist denn hier? Achso, unser Muldenkeeper steht da. Ja, ja, noch ein Stück. Jetzt nach vorne kippen, noch. Genau, runter. Das heilige Dixi-Klo on Tour. Ab zur Baustelle. Geht das so? Ja, dann machen wir die Schotten dazu, dann geht das bestimmt. Ja, da muss ich das. Was geht denn? Nicht. Ich muss das nochmal dagegen schieben. Was muss ich? Warte, jetzt ist das richtig, glaube ich. Ja, ist befestigt. Jo, ab geht's. Dann muss Dennis gleich nochmal den Generator und das andere Teil da holen. Und dann können wir dann gucken, wo wir die ganze Ladung hinbringen müssen, ey. Aber wir können ja schon mal versuchen, das alles rüberzufahren und abzuladen. Dann kann Dennis das auch zu nur mit dem Kran eben rüberhieven, weißt du? Ja. Ja, hier ist Stau. Unser, Alter, was ist das denn für eine Baustelle? Hier ist einfach nur ein Loch. Kipper steht hier im Weg. Ja, das ist nix. Da ist noch nix. Noch nichts. Aber wenigstens mal wieder eine neue Baustelle, nicht das gleiche. Das war ja, die letzte Mission war ja echt langweilig, weil das ja 1:1 dasselbe war. Ja. Bin ich in mich reinfahren, ich stehe direkt beim Baustelleneingang. Aber ich fahre mal da rum. War ich überhaupt richtig? Ich weiß das gar nicht. Guck mal eben. Ja, kannst du lang fahren, genau. Hast du eine Markierung? Nee. Immer geradeaus. Okay, du bist jetzt mein Navi. Ja. Über die Brücke. Dem Straßenverlauf folgen, aber vorher rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ja, das hast du früh gesagt, Bronze. Welcome to Fuchsburg. Fuchsburg, ey. Kevin Zuckerberg. So. Wo lang? Geradeaus? Mhm. Da vorne ist es dann wahrscheinlich gleich, ne? Genau. Hier über der Nase nach. Oh, nee, geradeaus weiter. Ja, ja. Du musst immer dahin fahren, wo es stinkt. Denn da findest du Dennis. Da, wo die Toilette in Luft schwebt. Hier längs, genau, genau. Genau vor uns, da ist es ja schon. Okay. Das Geile ist, wir können jetzt nichts machen, bis er das Ding da nicht abgeliefert hat, diesen Generator. Ja, eben, das stimmt. Macht ja nichts. Hauptsache, der Pott ist da, so weißt du. Voll überflüssig, wir gehen da sowieso nicht drauf, so weißt du, im Spiel. Oh Mann, Alter. Das wäre viel lustiger, wenn man da wirklich drauf gehen könnte. Ja, wenn man so eine Kackanzeige da hätte, weißt du. In 30 Sekunden müssen sie nochmal auf den Pott. Ja, wie bei South Park da, dieses Spiel. Was machst du denn da? Alter! Ihr fahrt doch nicht direkt, ihr könnt doch nicht in die Markierung reinfahren, die Idioten. Ey, wir sind einfach ausgestiegen. Ja, toll. Doch. Ja, zurücksetzen. Ja, mache ich die ganze Zeit. Ja, super. Ja, muss Dennis da wegfahren gleich erstmal. Leute, ich hab's genau gesehen, ihr seid genau da in die nee, sind wir gar nicht reingefahren. Hab ich doch gesehen. Wir standen im Nichts. Dann sind wir ausgestiegen, ist nichts passiert. Was ich total dumm finde, dass du den ganzen Kran immer wieder einfahren musst. Okay. Guck doch von der Spur aus. Ja, bei mir führt die Spur genau da rein. Du stehst genau gerade bei mir in der Markierung, deine Baustelle. Nicht, das hat doch nichts damit zu tun, dass wir dann wegfliegen. Natürlich, du bist ja über die Brüstung da geflogen. Bei mir ist gar keine Brüstung hier. Das ist eine Brüstung. Oh Dennis, dann holen wir den Generator, oder? Ja, aber ich muss ja warten, bis ich...
Oh, diese... Ey, das ist so überflüssig, ne? Wieso kann man nicht fahren, wenn... Wie aggressiv das Spiel, ey. Ich kann jetzt fahren. Ich kann immer noch nicht. Jetzt! Jo! Das Klo des Todes, ey. Begutachte das Fundament. Ja, warte mal. Das sieht gut aus. War schön gerade gemacht. Schärfer, wir hätten das alles hier ausbaggern müssen. Das könnt ihr zurücksetzen. Ja, den Bagger haben wir gar nicht mehr benutzt, ne? Den können wir eben nicht. Den brauchen wir gerade auch nicht. Diese Boss wieder. Toll. Warte mal, ich komm mal. Sag nicht, dass er es verkackt hat, Alter, Leute. Das wäre jetzt super ätzend, weil die ganze Ladung da hinten drauf ist. Mann! Soll ich mal die Ladung ablegen? Nein! Nee. Geh mal weg da. Ich setze mal zurück, vielleicht geht ja, das. Ja, das können wir auch nicht. Das wir... Hä? Warte. Ah, du stehst doch. Jetzt geht's. Nee, warte, ich hänge in dieser Markierung da. Warte mal, in dieser... Hä? Ja, bei mir ist hier gar nichts. Mir ist da auch nichts, Mann, Alter. Ich bin da weg, ey. So, aber ich komme jetzt raus. Mit vereinten Kräften. Aber was soll denn da sein, denn? Das war ja nichts. Da, wo ihr seid, geht da einfach nicht hin. Okay. Ja? Ja, und wo müssen wir das jetzt ab... Ach, stimmt, wir müssen warten, bis du da fertig bist. So, ich fahre jetzt schon wieder zum Baustopp. Geht da einfach nicht hin. Das Poseidon-Loch, Alter. Wenn du da hingehst, wupp. So, warte mal hier. Baustoffhändler. Curry. Eigentlich brauche ich mir noch so einen Kranwagen, ne? Das wäre eigentlich ideal. Curry. Du hast die Ladung verloren. Ich habe die... Hä, warum das denn? Ja, ich wollte einsteigen, da habe ich F gedrückt und dann habe ich auch sowas in die Ladung genommen. Nein, Alter. Bonze. Ja, logisch, Alter. Sag mir jetzt nicht, dass du das getan hast. Ja, ich wollte doch nur einsteigen, Mann. Alter, du bist... Was bist du... Ach, da, alter Bonze. Ja, tut mir leid. Ja, viel Spaß, ne? Du bist ein Horst, Alter. Du bist ein richtiger Idiot, ey. Ist ja egal, wir müssen die Karre eh leer machen hier. Ja, aber eins, an der richtigen Stelle, aber. Ja, aber wir wissen eh noch nicht, wo die richtige Stelle ist, bevor Dennis denn jetzt nicht alles fertig hat. Bonze. Ja, aber lass doch jetzt schon mal hier alles abladen und dann können wir schon mal die ganzen anderen Sachen erstmal hierher fahren. Ja, und dann? Legen wir die hier erstmal ab und dann kann die Dennis eben gleich mit dem Kran rüberhieven. Ja, aber der kann ja nicht fahren, wenn der Kran ausgefahren ist. Ach, okay, ich weiß, wie du das meinst. Naja, wir müssen halt, wie gesagt, eh noch ganz, ganz viele Sachen besorgen. Wir können aber mit dem Gabelstapler bei mir auch noch was draufpacken, zwei Kisten. Weil der Generator... Erstmal brauchen wir den großen Generator und diese Armierungseisen. Und dann wissen wir, wo wir das hin platzieren können. Ist das... Muss entfestigen. Curry, wieso machst du das jetzt so nah beim Loch? Willst du, dass es ein Loch fällt, oder was? Hä? Es ist voll weit weg. Ja, meine Stützfüße fahren nicht mehr aus. Was ist denn da los? Ach, ich drücke die ganze Zeit die falschen Tasten. Ist, ob das da reinfällt. Ist gelöst. Aber weiß ja nie, ey. So. Jo, dann holen wir einen Generator. Imperator. Wie gesagt, ihr könnt aber auch manche Sachen bei mir noch draufladen, ne? Weil der Generator braucht nicht allzu viel Platz. Also hinten... des Führerhauses müsstet ihr eigentlich noch zwei Kisten draufkriegen. Ja, aber okay. Was ist jetzt los hier, Alter? Was ist jetzt flemmt. Boah. Ob wir diese Baustelle jemals fertig kriegen? Ich glaube nicht. Ja, dieser Fuck-Generator, ey. Vor allem dieses Dixie-Klo ist so unnötig, ne? Oh, ne. Aber ich verstehe schon, die Entwickler wollen halt Realismus und so, ne? Aber ja, klar. Sollten lieber mal anderen Seiten lieber entwickeln hier. Realismus pur. Der Generator ist drauf, aber ich glaube, zwei Kisten würden bei mir noch drauf passen, oder? Du musst erstmal dieses Eisen dann noch mitnehmen. Das kriege ich jetzt hier nicht drauf, aber ich meine, jetzt könnt ihr noch zwei Kisten mitnehmen. Guck mal, fahr mal hinten. Aber vorsichtig, Bronze, vorsichtig bitte, nicht, dass der Generator wieder runterfällt. Aber das ist blöd, ey. Warte mal, ich habe noch eine Idee. Warte, ich guck mal, ob ich dir noch ein Stück... Eine Kiste passt drauf. Warte. Oh! Ne, geht nur so. Ist egal. Da passen zwei drauf, wenn du die seitlich draufstellst. Ja. Fahr einfach, Dennis. Scheißegal. Nee, komm, das ist doch dumm, wenn wir jetzt 3 Millionen mal fahren. Stell die seitlich drauf. Komm, Bronze, das schaffst du. Curry, wo bist du eigentlich? Du kannst mit dem Gabelstapler hinkommen. Ja, aber meinst du, warte ich... Nee, ich muss doch mit unserem Pritschenwagen erstmal dahin fahren. Ach ja, klar. Fahr mal ein Stück zur Seite, Ich kann nicht fahren, Dennis. Das ist das Ding. Ich kann nicht fahren.
Genau, Bonze, schaffst du, komm. Nee, das geht so nicht. Das ist jetzt kein Platz. Warte, ich mach das. Warte, Bonze. Stell mal ab. Nee, wo stellst du das denn ab? Fährt das mal wieder weg. Einfach hier abstellen, Bonze. Und dann kannst du ja das andere Ding raufladen, weißt du? Genau, stell die Kiste einfach hin, Bronze. Was machst du? Was willst du denn jetzt machen, Dennis? Die Kiste, die du drauf hast, einfach auf den Boden stellen. Und dann die andere Kiste holen. Nicht hier drauf stellen, nein. Auf den Boden stellen. Perfekt. Ja, aber wie soll ich denn an die andere Kiste drankommen? Verstehst du das nicht? Okay. Weil die andere Kiste ist so ein bisschen weiter weg, weißt du? Ja, ich hole dir mal eben eine hier. Ja. Und dann kann ich die nämlich jetzt hier ganz easy draufladen. So. Genau, Curry kann auch schon mal aufladen da. Nee, kann ich eben nicht, weil das irgendwie nicht funktioniert. Ich glaube, ich muss gleich nochmal neu reinjoinen. Ja, mach. Ja, das kann ich jetzt machen. In der Folgenpause. Nein. Ja, dauert noch ein paar Sekündchen, ne? Nee. Oder? Wie lange geht die Folge denn schon? Jetzt genau 21 Minuten. Okay, warte, dann lass mich das eben noch hier aufladen. Ich join in der Zeit schon mal raus. Und, sage mal, bis zum nächsten Mal. Meine Damen und Herren. Ja, wir machen hier im Folgenpost, hat der Kühl recht. Wir sehen uns dann wieder übermorgen beim Bausimulator. Tschüss. Tschüss.